Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Heute bin ich in Israel. Milk and Honey, Elements Sherry Cask, 46%, ungefähr 55 Euro. Whisky Base Nummer 161054. Also, Milk and Honey, das ist eine Distillerie, die ich schon mal vor der Kamera hatte. In Hamburg, auf der Hansa Spirit, habe ich tatsächlich auf Englisch ein Video da gedreht mit der Global Ambassador. Und ich habe auch ein Set bekommen hier von Milk and Honey, wo ich die auch probiert hatte. Und der war sogar dabei. Ich habe auch noch hier von Milk and Honey der normale Classic. Und das wird mein Control Whisky sein und auch mein Vergleichswhisky. So, was ist die Milk and Honey Distillerie? Also im Grunde haben wir erstmal damit zu tun mit einer Distillerie in Tel Aviv, Israel. Tel Aviv, Israel ist natürlich hot. Also nicht von wegen hier, ups, falsche Richtung, nicht von wegen jetzt hier tatsächlich würzig heiß, sondern tatsächlich temperaturmäßig. Und die haben Dr. Jim Swan damals dazu geholt, als Berater dabei zu sein, der auch damals in Kavalan in Taiwan dazu geholfen hat, diese Distillerie eine, ich sag mal, großartige Distillerie zu machen. Sieht besser aus. Und der hat denen geholfen. So, wir haben hier Whisky noch schottische Regeln hergestellt. 46% haben wir hier, 46% haben wir hier. Und auf diese Flasche hier steht nicht ein Wort, was auch in der anderen, doch hier steht kosher. Ich bin in der Vereinigten Staaten aufgewachsen, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, und einige meiner Freunde waren Juden, und deshalb zum Bat Mitzwa, wenn man zum Mann wurde, wurde man eingeladen, und mit dem Wort Koscher in Synagoge hat man ein bisschen einen Bezug dazu. Koscher hat viel damit zu tun mit Lebensmitteln, die man essen darf oder nicht essen darf. Nicht koscher, koscher. Ja, ein Schwein ist nicht koscher, Kalb wäre okay. Aber Kalb in eine Milchsoße wäre verboten, weil man darf niemals den eigene Kuh in der Milch der Mutter möglicherweise denn kochen. Das wäre dann Blasphemie oder einfach mal eine Gotteslästerung, und deshalb tut man das nicht. Beim Spirituosen wird koscher schwieriger. Da steht in der Toran, das ist dann der biblische Zusatzbuch oder Zusatzbuch zu dem Alten Testament, zumindest der Bibel für die Juden. Und da steht ein paar Regeln dafür. Aber für Whisky steht gar nichts. So, woher kriegt man kosher Whisky? Wir gehen zurück dann zu kosher Wein. Denn seit 50, 60 Jahren ist in Amerika hauptsächlich ein boomendes Geschäft, koscher Wein herzustellen. Was heißt koscher? Man muss ein paar Sachen darauf achten, dass da kein Sauerteig da ist, also Hefe darf sein, Sauerteig nicht. Und ein Rabbi muss hinkommen und sein Stempel drauf geben, sagt, jo, das Zeug wurde alles nach unsere Regeln gemacht. Was sind unsere Regeln? Eine der wichtigsten Sachen ist, der Herstellung bis hin zu Vertrieb sollte, manche Leute sagen müssen, tatsächlich auch in den Händen von gläubigen Juden sein. Also von daher, koscher bedeutet von Juden für Juden hier hergestellt. Genau wie es für Moslems, genau wie es für Christen, genau wie es für Hindus, für Hindi gibt. Es muss einfach nur richtig gemacht werden. Und das sind die ersten koscher Sherry-Fässern gewesen, sowohl Oloroso wie auch denn mit PX belegt, die hier dafür benutzt wurden, sodass diese Whisky koscher ist. Also wer sich immer wieder gefragt hat, was koscher bedeutet, denn da der Chain Management, also der Lieferkette, muss einfach entsprechend auch von der entsprechenden Rabbi auch mit abgesegnet werden. Und tada, hat man koscher. Kowal in Chicago ist koscher, auch der Robert Biernecker ist auch der Jude, und auch seine Sachen sind koscher. Die können nicht sagen, der erste koscher Distillerie der Welt, das ist in Amerika. Ist so. Gut, tolle Flaschendesign, gerade eben das hier mit der diagonal laufende Sache, kennen wir irgendwoher, nicht wahr? Also der geht hoch, der geht runter, also ob das der identische, nee, nicht der identische Grat da ist, finde ich eine sehr, sehr schöne Sache, und das mit Rot hier ist auch eine
ich sag mal, gelungene Sache. Sowohl von Flasche, von Packung. Verpackung ist gut. Flasche ist ein bisschen überladen. Hier sehr, sehr schön, also honigfarben. Hier mit dem Rot ist das ein kleines bisschen, keine Ahnung, mich stört's ein bisschen. Gerade wo hier mit den glänzenden, schimmernden Farben mit gearbeitet wurde. Aber das bin ich. Gut, Nase. Sherry ist zwar dezent da, aber eine Erdigkeit kommt durch. Interessant. Ich lese die Noten hier. So, dominierende, reiche, rote Früchte, überdeckt von sanften Eichen, Karamell und Zitrusfrische. Ich gehe mal hier hin zu unserer Klassik. Die Klassik wirkt jünger. Ein Tick mehr Säure da drin. Ich ertappe mich ständig, wie ich das rausriechen kann. Was früher mich gar nicht gestört hat, heute umso mehr. Himbeer, Erdbeer, rote Früchte, schöne Sache. Jung. So, aus Tel Aviv. Sehr, sehr schöne Sachen. Eine neue Distillerie, yay, jung. Schauen wir mal, was alles so sein wird. Auch hier der Angel Share wird hoch sein, also nicht 2 bis 4%, sondern 8 bis 10% kann es so schon werden. Tschüss. Spritzig, jung, malzig, beerig. Also hier steht medium-bodied. Ich kann nichts damit anfangen. Lightly fruited sherry sweetness. Leicht fruchtige sherry Süße. Rich fruits, also reiche Früchte. Dark chocolate, followed by gentle oak notes. Sanft. Also diese Whisky was alles andere als sanft. Tabakos sollte man haben, Eichennoten sollte man haben, Dunkelschokolade könnte man haben. Langanhaltend, naja. Gut, ich probiere nochmal, ich habe ein bisschen Wasser, ich schaue mal, was ich denn da rauskriege. Schon wieder ein Whisky, ist das zu stark, bist du es zu schwach. Und das bei 46% fand ich den recht stark. Nase gefällt mir besser als mein Erlebnis hier am, im, am meiner, auf meiner Zunge. Astringenz, also trocken. Spucke wird einfach mal weggesaugt. Frische ist schon da, eine Minze ist da, aber eine Schärfe ist da, der einfach nicht meiner Meinung nach da sein könnte, sollte, müsste. Auch hier, das ist gerade, habe ich, das ist oben geblieben zum großen Teil, aber das hier, ich glaube, ich habe es schlecht gemacht, keine Ahnung. Gut, mit Wasser arbeiten wir. 3 Tropfchen, ein bisschen mehr und dann viel Wasser, um zu sehen, wie sich das verdünnt. Einfach verhält. So, 1, 2, 3. Barrel Char kommt ein bisschen mehr raus. Das ist ein Holz. Ein bisschen Aktivkohle. Die haben es wahrscheinlich hier als Karamell, als dunkle Schokolade einfach abgetan. Kann ich nicht. Der Alkoholschärfe stört weiterhin. Am Anfang war es gedämpfter, aber zum Schluss wird es doch durch ein bisschen Wasser mächtiger. Barrel Char eindeutig dann da. Beeren sind schön da. Eicheln, viel Eicheln.
Wie kriegt man das hin? Ich versuche auf 40 runterzukommen. Wie kriegt man das hin, dass ein in ein heiße, hohe Luftfeuchtigkeit Umgebung ein Whisky zu finish, also zu reifen zu lassen, indem da viel Interaktion mit dem Holz ist und dieses wird schneller reif, ohne dass er holzlastig wird. In Amerika weiß ich, es gibt Bourbons und die sind oben und die nach 6, 7 Jahren kippen sie fast, der wird zu Holzbrett und der kann man unten im Regal, also in den Lagerhäuser reintun und da kann man bis zu 18 Jahre machen, wo sie halbwegs okay noch sind. Da ist echt die Frage hier. Die haben eine Schnellreifung gewollt und den haben sie gekriegt. Aber ob das eine gute Reifung ist, aus meiner Sicht leider nicht. Einiges an Schärfe verschwindet bei 40%. Der wird cremiger. Schade. Ich weiß, man möchte nicht Kältefiltrierung, man möchte jetzt hier keinen Farbstoff zu tun haben, man möchte nur meistens um 46%. Aber für mich ist dieser Whisky eindeutig besser bei 40. Die Schärfe ist weg. Da kommt die Schokoladenoten, da kommt diese wunderschöne Beerennoten dabei, ein bisschen Eichennoten. Also ich gehe voll mit der Beschreibung jetzt hinten drauf hier. Bis auf medium-bodied, also ein Mittelkörper, also light, rich, dark, gentle. Also das sind hier Begriffe wie Wörter, Adjektive, die einfach nicht immer sein müssen, meiner Meinung nach. Ja, ich muss noch was hier einschenken, damit ich tatsächlich das hier gut verdünnen kann, was ich immer wieder gerne tue, mein Whisky besser kennenzulernen ist, denn es tatsächlich hier mit viel Wasser, also 25 Prozent Alkoholgehalt, runter verdünnen und schauen, wie der Whisky denn da sich verhält. Ob ich irgendwelche Fehlnoten, ob ich irgendwelche versteckten Noten, ob ich überhaupt irgendwas Tolles hier entdecken kann. Ja. Okay, eine leichte Milchsäure habe ich da drin. Barrel Char habe ich weiterhin da drin. Malz und Beeren. Und ein Hauch von Schokolade, dunkle Schokolade, Herrenschokolade. Tschüss. Fass. Wow. Wahnsinn. Also man kann zum Beispiel ein Scotch Whisky nehmen. Nennen einfach mal einen, ich sage einfach Glenfiddich oder Glenlivet 12. Man verdünnt den auf 20%, der ist weg. Der ist tot. Der ist einfach mal platt. Diese entfaltet sich weiterhin. Das ist schon krass, was hier für eine Intensivität. Ein Silben zu viel, da drin ist. Die Intensität ist hier einfach mal richtig krass viel. Und das ist das, was bei mir in meinem Mund eine Überforderung erzeugt. Also ich gehe nochmal hin zu meiner gewünschten Trinkstärke, nicht 46, sondern 40%. Und dann werde ich diese Whisky hier benoten. Man kann mich nochmal hier rüber machen, einfach Vergleich und dann werden wir hier das beenden. Grundsätzlich bin ich sehr offen gegenüber neuen Distillerien. Ob es Kingsbourne ist oder Glasgow Distillery 1770, ob das hier Milk and Honey ist, ob das hier verschiedene anderen Eden Mill, ob das dann, keine Ahnung, wie die alle so heißen, die ganze in Irland und die ganze in Deutschland und die ganze in Amerika und so weiter. Also neue Distillerien haben bei mir erst einmal, ich sage, ein weißes Blatt. Ja, und dann probiere ich etwas und manchmal denke ich, yummy, manchmal denke ich, oh, schade. Und bei Milk and Honey ist das so, dass sich das ja, aber ist.
So, ich gehe mal hier hin. Klassik. Für diesen Preis, keine Ahnung, ich glaube, das ist knapp unter 40 Euro, ist das, was hier geliefert wird, zu wenig. Es war super schön Honig da drin, guter Malz, aber der Alkohol ist weiterhin zu intensiv. Für mich, für meine zarte Zunge, sage ich mal, ja. Zarte Vanille, Süße, gefolgt vom leichten Eichen und florale Noten. So Karamell, Honig, Süße, Holznoten und leichten Blacken, Schwarzpfeffer, Würze. Also, der ist nicht schlecht. Der könnte einfach, wenn er älter wäre, ein bisschen besser sein. Punkt. Gehen wir hier drüben. Ich habe das auf 40%, nicht die verkaufte 46, sondern meine Trinkstärke 40%, ungefähr bei. An der Nase verliert ein kleines bisschen. Aber die rote Früchte und auch diese Sherry-Noten sind da. Mit der Malzigkeit, aber ein vordergründiger Barrel Char. Immer noch schiebt er genug hinten, dass das diese Whisky aus gute Whisky erkannt wurde. Also eine Pfeffrigkeit kommt einfach mal wirklich durch hier. Was steht denn da? Gentle Oak Notes, nein. Also, der hat echt einen Weißpfeffermoment dahinter. Die dunkle rote Früchte, das Holz ist da, aber alles ist ein bisschen rau. Alles ist nicht rund, es ist nicht hier weich, es ist nicht seidig, sondern es ist ein rauer Wind, der einfach dir ins Gesicht weht, wo es ein bisschen regnet und es ping, ping, ping macht, wenn der Regen horizontal statt vertikal ist. Wer das gerne hat, ist hier richtig, aber ich bin das irgendwie nicht. Der bräuchte ein Jährchen, zwei oder drei länger im Fass und da kann wirklich was Tolles daraus werden. Aber dennoch weiß ich nicht, wie man das mit Holz das reduzieren kann, denn jetzt schon ist das ein Holzbrett. Benutzt man inaktive Fässer? Da weiß ich nicht. Wenn ich überlege, was McRaven Thousand Mountains macht, die tun das erstmal in Wein und Finishing ist in Bourbon. Ob man das denn da in Used-Fässern erstmal reintut für 4 Jahren, versucht die Temperaturschwankungen ein kleines bisschen da im Griff zu haben und dann kommt einfach ein Finish oben drauf. Ich weiß es nicht. Also der kriegt von mir ein 3-, Preis-Leistung 55 Euro, ein 4. Mein Welt ist das nicht. Würde ich tatsächlich lieber das trinken? Ein bisschen mehr würde ich das als das. So bin ich heute drauf. Okay, meine Frage des Tages ist, lass uns ganz kurz über Verpackung reden. Ich habe gerade darauf hingewiesen, über dieses schräg laufende Etikett. Das hat hier unsere Johnny Walker auch. Ich glaube, das sind 23 Grad, die nach oben gehen. Das geht dann da wahrscheinlich ein bisschen weiter nach unten, 35, wie auch immer nach unten. Welche anderen haben auch so eine schräg laufende Etikett? Ja, das würde mich echt einfach mal fragen, wundern. Also ich schaue nach hinten hier, ich sehe gar nichts. Also wirklich an der, oh, da sehe ich nicht. Auch bei Bourbon sehe ich momentan nur eine Sache, der ein bisschen schräg läuft. Gut, da habe ich hier Noah Mills, der läuft auch hier schräg. Jo, nicht viel, muss ich sagen. Also nicht viele bedienen sich dieser Art von Werbung. Vielleicht muss man darüber nachdenken. Warum, weshalb, wieso? Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, Dankeschön. Abonnieren, falls noch nicht. Auf die Glocke hauen könnt ihr auch. Diese Flasche wurde schon in meiner WhatsApp-Flaschenteilungsgruppe verteilt. Also da könnt ihr unten da auch Mitglied werden, falls es noch Platz ist in der Gruppe. Diese Flasche hier wurde auch schon verteilt, aber alles, was im Hintergrund ist, was ihr kaum sehen könnt, die sind nicht verteilt worden, weil ich die früher auch reingetan habe, wie auch immer. Und die findet ihr auf meiner
meine Sample-Liste, die ist auch da unten. Jeden Tag 17:30 Uhr habe ich ein Video, jeden Sonntag um 21 Uhr habe ich einen Livestream und manchmal freitags oder sonst so eine Woche findet ihr mich auch noch online. Also vielen Dank, dass ihr schaut. Vergiss nicht, anderen zu erzählen und vielleicht auch diesen Whisky-Video oder einen guten, wo ich das, den Whisky sehr positiv bewerte, zu teilen. Danke, tschüss.